Es gibt Leute, die können einfach nicht verlieren. Also, dass erwachsene Menschen zu solchen Mitteln greifen? Kein Kommentar. Richtig kindisch, wozu einige Leute sich hinreißen lassen. Mal unter uns. Direktor Berger lässt langsam nach. Lehrer haben im Internat einfach nichts verloren. Das war das Widerlichste. Entschuldigung. Geil. Ah, ja. Und? Na nix. Wäre gar nicht beim Rauschen erwischt. Na, jetzt wissen wir immer noch nicht, was die morgen vorhaben. Ich habe die Organisation des diesjährigen Betriebsfests mal in diese magischen Hände genommen, damit es nicht wieder im Chaos endet. Ja, ja, ich kann ja auch nichts dafür, wenn Sie die falschen Schuhe anhaben. Jetzt warten Sie doch mal. Wir können doch erst mal gucken, ob nein! Letztes Jahr haben sich die Lehrer halt richtig schön zum Klaps gemacht. Und ihr wart echt live dabei? Ja. Übers Handy war das geil. Das nächste Mal wird's bestimmt es besser. Es gibt kein nächstes Mal. Herr Berger, Sie hätten einfach nur andere Schuhe anziehen müssen. Ja, kommt halt davon, wenn man unbedingt gewinnen will. Mir hat einfach dieses Gegeneinander nicht so gefallen, ja? Ach. Ja, wir sind doch ein Team, da müssen wir doch auch an einem Strang ziehen. Ich frage mich, ob Sie das genauso sehen würden, wenn Sie letztes Jahr gewonnen hätten. Wir wollen doch den Schülern auch mit gutem Beispiel vorangehen, oder? Ja, was machen wir denn nun? Kletterpark. Ich würde gerne sehen, wie die Miesbach mit dem Mörderhilz im Baum hängt. Stimmt. Also ich würde ja ins Musical gehen. An See, chillen. Viel besser. Eine teambildende Maßnahme und Spaß zugleich. Wir kochen zusammen. Wie aufregend. Kochen? Macht bei mir zu Hause meine Frau. In welchem Jahrhundert leben Sie noch mal? Also ich koche gerne. Ja? Mhm. Mit ordentlich Sahne und einem Schuss Sherry schmeckt's immer. Bist du bewusst, was die machen? Wir haben den ganzen Tag für uns. Oh, stimmt, was hast du denn vor? Nix. Das wird so geil. Basketballmatch? Obwohl, ich hab Dienst. Tiergehege. Und du? Nee, sorry, aber ich will noch ein paar Cake-Pop-Rezepte für meinen Blog vorbereiten. Petra ist auf dem Klo. Ja, ich überlege. Hey, aber nicht, dass ihr irgendeinen Lärm macht. Ich will den ganzen Tag pennen, okay? Wir werden kochen und wir werden Spaß haben. Und das Beste kommt noch. Ich habe uns nämlich angemeldet bei Kolja Kleber. Nein! Doch! Cool! Wer ist das denn? Muss man den kennen? Kolja Kleber, der Fernsehkoch. Ein sympathischer Mann. Ich verpasse keine Sendung. Sie auch nicht? Vielleicht können wir ja mal zusammen gucken. Kochshows. Und wir wundern uns über den Niedergang der abendländischen Kultur. Ey, wir haben die ganze Bude für uns, Mann. Yeah. Es wird ein Special. Ja? Und das bedeutet, nicht wir gehen ins Studio, sondern er kommt zu uns ins Internat. Ja. Hey, wir kommen ins Fernsehen. Hammer. So cool. Also nochmal zum Mitschreiben und zum Weitersagen an die anderen. Küche, Bibliothek, Werkstatt, Waschräume und Internatshof. Alles muss in Ordnung sein. Und wird danach nicht mehr betreten. Oh, muss das sein? Wir wohnen hier. Planst du schon deine Fernsehkarriere? Ja, wenn ich einmal mein Gesicht in die Kamera halte, dann läuft die Laube. Naja, jedenfalls muss ich morgen unbedingt in die Kamera winken. Meine Eltern stehen total auf die Sendung. In die Kamera winken? Ja, in die Kamera winken. Hallo, wir kommen ins Fernsehen. Ich werde auf jeden Fall die Maskenbildnerin interviewen. Das wird richtig gut. Das wird furchtbar. Oder ganz lustig. Ein Fernsehteam, das sind viele Menschen. Und viele Menschen machen Chaos. Und Chaos ist nicht gut.
Die sind doch nur in der Küche. Und da sind meine Sachen. Mit meinen Klebezetteln. Und die kennen mein System nicht und... Du kannst ja dein Zimmer räumen und morgen... Küchensachen gehören in die Küche. Ich werde den Tag in der Schule verbringen. Ich möchte das nicht miterleben. Ach komm schon, Mila. Morgen ist die perfekte Chance, um neue soziale Erfahrungen zu machen. Wie in Berlin? Ja, okay, das ist nicht so gut gelaufen. Aber Orkan kocht ja nicht mit. Vielleicht war das ganze Projekt 16 ein Fehler. Aber... Bevor ich damit angefangen habe, war mein Leben geordnet. Ich mag Ordnung. Schachmatt in 5 Zügen. Boah, wenn der echt deine Eltern angerufen hätte. Naja, das kann er jetzt nicht mehr mit Olivias Zunge im Mund. Boah, du bist so eklig. Aber ohne dich hätte es wahrscheinlich gar nicht geklappt. Hättest allerdings noch ein Selfie machen müssen, wie du dich heulend an Orkan klammerst. Er hat mich jetzt wieder total bescheuert. Bist du doch auch. Ey! Oh. Was macht mein Frühstück in deinem Gesicht? Hallo? Fernsehen morgen? HD-Kameras machen aus jeder winzigen Hautunebenheit einen riesigen Berg. Geht gar nicht. Oh nein, Pickelalarm. Ich sehe morgen aus wie die Alpen. Ja, das wird ein fettes Teil. So kann ich morgen auf keinen Zahnpasta. Dann ist da nichts mehr von zu sehen. Danke. Mann, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ihr habt sowas von einander, Waffel. Pink Guava oder Sunset? Sunset. Pink Guava. Oh, Mädels. Frau Rottbach. Ich passe. Ist die Kette zu viel? Nee, wieso? Die ist doch super. Echt? Ja, klar. Okay. Sag mal, Mama, du hier mit der Hochsteckfrisur, du warst doch beim Friseur, oder? Mhm. Wer weiß, wer alles zuguckt. Ach, Sie Glückliche, ich hab so schnell keinen Termin mehr bekommen. Oh, meine Haare sind echt das kleinste Problem, was ich hab. Ich meine, wenn wir was mit Tomatensauce machen, dann sehe ich nach 10 Minuten aus wie der Kettensägenmaler. Hoffentlich steht hinterher das Internat noch. Ist alles okay bei dir? Ja, ich hatte gestern so einen Pickel im Anmarsch und ich dachte schon, ich sehe heute aus wie die Alpen, aber... Nicht zu sehen. Der alte Zahnpasta-Trick. Nee. So einfach. Was macht denn mein Frühstück in Ihrem Gesicht? Na? Oh Gott. War die andere nicht hübsch genug fürs Fernsehen? Was? Ich dachte einfach, vielleicht wegen der Kamera... Ich würde Geld nehmen. Das ist zu schreiend. Ich denke ja... Ach, du liebe Zeit. Jetzt kommen die schon. Ich. Komm. Ist gut. Hallo. Dr. Kleber. Ich meine, Herr Kleber, Dr. Berger. Kleber, hallo. Genau. Der sieht ja noch viel netter aus als im Fernsehen. Thilo, mein Aufnahmeleiter. Angenehm. Hallo. 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 Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen schon mal das Internat. Ja, eine wirklich schöne Location haben Sie hier. Dankeschön. Komm, wir gehen schon mal die besten Plätze sichern. Tut mir leid, Leute. Aber hier drin habt ihr nichts zu suchen. Was? Aber... Sorry, ist so. Sag mal, spinnt der? Ja, mir egal. Ich bin sowieso verabredet. Was, jetzt? Ja. Ein sehr interessantes Outfit. Achso, ja, das ist noch nicht fertig. Das hab ich nicht gedacht. Dann kommen Sie, bitte. Dann werden wir direkt nur die Teams einteilen. Die Teams? Wieso Teams? Ja, Teams für den Kochwettbewerb. Ja, aber ich dachte, das wird eine teambildende Maßnahme. Nein. Wir machen einen Kochwettbewerb, das ist eine Eventfolge, da muss was passieren. Und wenn wir da später noch Interviews reinschneiden, das wird toll. Vertrauen Sie mir. Hallo, grüß euch. Aber ich dachte, Sie wollten... Das wäre toll, glauben Sie mir. Und was ist aus an einem Strang ziehen geworden? Ich habe das mit Herrn Kleberg hin und her diskutiert und am Ende musste er mir recht geben. Ein Kochturnier ist viel interessanter als einfach nur kochen. Das klingt irgendwie bescheuert. Also ich finde es gut. Ja, sehen Sie, und das ist die richtige Einstellung. Konkurrenz belebt das Geschäft. Seien Sie haben Angst. Sie und Herr Zech haben nur eine Chance, weil Frau Schiller und Frau Rottbach in Ihrem Team sind. Wobei, wenn ich mir das so überlege, gegen uns habt ihr gar keine Chance. Also ich muss Sie wirklich bitten, zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite. Es geht hier nicht ums Gewinnen, es geht um den Ruf von Einstein.
Und was soll denn dann das Kochturnier? Also ich finde, Dr. Berger hat recht. Wir wollen uns doch nicht blamieren. Kochen mit Kolja hat jede Woche Millionen Zuschauer. So reden nur Verlierer, oder? Spiele ohne Gewinner. Das ist doch Unsinn. Natürlich wird es einen Gewinner geben, Mitzig. Nämlich uns. In der Jury sind Kolja Kleeberg, eine Gastrokritikerin und der Oberschulrat. Ach, der Oberschulrat? Die hacken doch schon wieder irgendwas aus. Wenn der Oberschulrat dabei ist, dann müssen wir gewinnen. Auf gutes Gelingen. Auf gutes Gelingen. Das, was sind denn das für... Herr Berger, das ist aber jetzt nicht teamfordernd. Die Zitrone an, wie die da rumfurzeln. Also wenn das mit dem Einkaufen nicht klappt, wie soll das mit dem Kochen klappen? Mit Tüten oder was? Freuen sich. Hoppla. Kochturnier, das ist eine tolle Idee. Da werden wir viel Spaß haben. Achso, läuft schon. Das Kollegium ist überaus kollegial. Einer für alle, alle für Einstein ist ja unser Schulmotto. Das gilt nicht nur für die Schüler. Ich bin Geschichtslehrer. Und deshalb halte ich mich an das olympische Motto. Möge das bessere Team gewinnen. Achtung. Und bitte. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Meine Kandidaten sind heute die Lehrer vom Albert-Einstein-Gymnasium in Erfurt. Und es gibt etwas Besonderes, nämlich einen Kochwettbewerb. Team Berger, hier zu meiner Linken, in Rot, bereitet ein Steinpilzrisotto mit Parmesan und grünem Spargel zu. Und auf der anderen Seite, Team Levin, in Grün, versucht sich an einem provenzalischen Ratatouille. Da sag ich einfach mal, an die Töpfe, fertig, los! Ach, Mensch. Passt dir doch mal auf. Ja, wirklich. Ich krieg den hier so fein geschnitten. Ups. Ja. Ich geh die mal anbraten. Ich auch. So toll ist er dann auch wieder nicht. Mal schön rühren, sonst brennt alles. Ich weide dich, ich schneide Zwiebeln. Ja, schön gleichmäßig. Die Zucchini genauso groß wie die Paprika. Herr Berger, Sie schneiden Gemüse und es fließt kein Blut? Das habe ich bei einem Sushi-Meister gelernt in Japan. Leise. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen. Sie wollten doch keine Zwiebel schneiden wegen Ihrer Zwiebelallergie. Was darf ich denn reinschreiben? Für Lieselotte Rottbach. Dann machen wir einfach Lieselotte. So, dann kriegen Sie noch einen persönlichen Kolja. Da reingemalt, nicht? Och, ist das großartig. Schön. Habe ich zu viel versprochen? Hm? Ja, Frau Levit ist nämlich unsere Skeptikerin. Sie dachte, ein Kochturnier sei keine gute Idee. Ach, so ein Quatsch. Ja. Sportlehrerin ohne Sport, geil. Passen Sie mal lieber auf, dass Ihre Zwiebeln nicht ankommen. Oh, gut, ja. Ihr matschiger Eintopf hat keine Chance gegen mein Feinschmecker-Risotto. Da geht der hin, der Teamgeist. Das ist zu verstehen, Spaß. Oh, das tut mir echt leid. Das war Absicht. Haben Sie das gesehen? Ich hab gar nichts gesehen. Das war ein Unfall. Unfall? Das war ein klarer Akt von Sabotage. Ganz genau. Ganz Ach, jetzt genau. Machen Sie sich doch nicht lächerlich. So, es betrügen und dann noch beleidigen, ja? Also, das hat doch jeder gesehen. Das ist einfach zufällig da reingefallen. Wirklich. Also, jetzt sagen Sie doch auch mal was. Mila? Oh, gut, dass du kommst. Wir müssen noch die 15 Minuten ein paar üblichen Aktivitäten aus dieser Woche nachholen. Ich kann dir auch eine leichtere Aufgabe geben. Ich hab keinen Bock auf Mathe. Ich find's auch echt falsch, dass du dein Projekt 16 auf Eis legen willst. Ich möchte mein Projekt 16 gar nicht aufs Eis legen. Außerdem ist das gar nicht möglich. Nicht das Thema, oder?
Hast du nicht mal gesagt, dass Listen dafür da sind, dass man sie abarbeitet? Du hast von deiner Liste noch nicht mal die Hälfte gemacht. Wie ist es zum Beispiel mit Minigolf? Das wolltest du nicht spielen. Jetzt schon. Wenn du gewinnst, kannst du wieder in deine alte Mathewelt zurückgehen. Und was ist, wenn du gewinnst? Dann geht Projekt 16 weiter. Wie siehst du denn aus? Kleiner Zwischenfall im Tiergehege. Hä, ich denke, du warst verabredet. Und wie läuft's da? Der Aufnahmeleiter ist ein Vollhonk. Die Lehrer, frag nicht. Gut, ich geh mich dann mal sauber machen. Okay. Noch so ein Hauch Pfeffer. Ja, bitteschön. Oh. Herr Berger, die haben Sie doch manipuliert. Haben Sie das gesehen? Das riecht aber sehr lecker. Ja? Ihr Reis brennt an. Achso, ja. Das ist klar, ich schon noch im Griff. Ne? Frau, ein Schüsschen Wein. Ne? Rühren ist ja das Auto, was wir so tun. Ne? Was genau machen Sie da? Oh, das ist ja gar nicht unser Job. Ich mag scharf. Frau Rottbach, könnten Sie mir die Sahne holen, bitte, aus dem Kühlschrank? Ja, aber... Alles steht und fällt mit Ihrem Einsatz, nicht vergessen. Nein, nein, das vergesse ich natürlich nicht. Jetzt tun Sie es. Ich gehe gerade mal probieren. Wir müssen den Dreh abbrechen. Bitte? Das ist mit Abstand das Widerlichste, was ich je gegessen habe. Die vergiften sich da drin. So, dann wollen wir das Siegergericht mal probieren? Hm. Ja, ich glaube, wir haben Gewinner, oder? Sind Sie sich sicher? Kindischer aufführen als ihre Schüler. Geil, das gibt eine Bombenquote. Du willst die ins offene Messer laufen lassen? Ich konnte Lehrer noch nie ausstehen. Wir müssen den Dreh abbrechen. Das können wir nicht machen. Wir können den Dreh nicht abbrechen. Das kostet ein Vermögen. Wenn einer unsere Lehrer zum Horst macht, dann wir. Es geht schließlich um die Ehre von Einstein. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Dann los. Pass auf, dass die Kerne nicht mehr drin sind, okay? Kathi, die Retterin von Einstein. Wer hätte das gedacht? Janis, ich bin immer nur Schülersprecherin und ich werde oft unterschätzt. Das ist eigentlich ganz praktisch. So kann man nämlich unbemerkt an seiner Konkurrenz vorbeiziehen. Also 63 insgesamt für mich und für dich bis jetzt 60. Ja, mit 2 Schlägen habe ich gewonnen. Schaffst du sowieso nicht. Wetten? Dominik, wir wetten bereits. Einfallswinkel 40%, wenn ich jetzt den... Dir ist schon klar, dass du heute noch spielen musst? Also, meine Berechnungen haben ergeben, dass dieses Hindernis mit einem Schlag schaffbar ist. Wenn man jetzt nun den Anfängerkoeffizienten dazu rechnet, sind 2 Schläge durchaus machbar. Bist du sicher, dass das der richtige Schlagwinkel war? Ja. Wenn du meinst. Andere Spieler zu verunsichern, verstößt gegen die Regeln und führt zu Disqualifikationen. Pech, jetzt kannst du doch zu einem Unentschieden werden. Minigolf ist eine Präzisionssportart. Das hat mit Pech überhaupt nichts zu tun. Wie beim Bull? Ja, gewonnen. Aber das verstehe ich nicht. Das... Vielleicht doch Pech. Ich vermute Unebenheiten in der Bahn. Trotzdem hast du verloren. Projekt 16 geht weiter. Das ist alles Ihre Schuld. Bitte. Ja, wenn Sie die Pfeffermühle nicht manipuliert hätten. Die Pfeffermühle war ein Versehen. Okay. Mhm.
Und versehen, klar. Was man von dem Essig in der Weinflasche ja nicht behaupten kann. Allerdings, dass sie sich zu sowas herablassen, das ist wirklich, wirklich... Das hat ja auch gut geklappt mit der Teambildung, ne? Frau Falk, darf ich Sie zu Ihrem zweiten Interview bitten? Oh ja, sehr gerne. Ja, die Maskenbildnerin hat mir super Schminktipps gegeben. Was? Ja, die kommen gerade. Ja, klar, ich kümmere mich. Und was? Herr Kleeberg, könnte ich Sie für meinen Blog interviewen? Klar, natürlich. Wie heißt denn dein Blog? Luisa Zunell. Cooler Name. Was ist Ihr Lieblingsessen? Du, jetzt sei mir nicht böse, aber ich muss jetzt wohl doch noch mal wieder rein. Nein, bitte, ich habe noch eine ganz wichtige Frage, bitte. Abflug, Leute, bevor wir erwischt werden. Dann danke für das Gespräch, hat mich sehr gefreut. Ja, was ist jetzt mit der wichtigen Frage? Ach, hat sich schon erledigt, danke schön. Wir sind zu früh. Das Filmteam könnte noch da sein. Du hast mir noch nicht erzählt, welchen Punkt du als nächstes von deiner Liste machst. Also, Schminken hab ich, Schwänzen hab ich, Tanzen hab ich, Minigolf hab ich. Bungee Jumping ist noch offen. Ich glaube nicht, dass jedes Mädchen mit 16 Bungee-Jumpen geht. Okay. Hab ich. Die Suche nach einer BFF könnte ich noch intensivieren. Das ist super. Du könntest... Au. Hier... Wie konnte ich das vergessen? Ich weiß jetzt, was meine nächste soziale Erfahrung ist. Okay. In unserem Alter sind Paare durchschnittlich 6 Wochen zusammen. Da sind wir schon drüber hinaus. Ja, deswegen müssen wir uns jetzt trennen. Dominik, es ist aus. Okay. Ich habe mich in der Direktorenkonferenz nie wieder blicken lassen. Ich habe das Gefühl, ich muss ganz dringend... Ach, jetzt stellen Sie sich nicht so an. Ich brauche eine große Flasche Wasser und Brot. Alles da. Und denk an die Quote. Aber nicht vor laufender Kamera übergeben, das kommt nicht gut. Achtung! Und bitte! Herzlich willkommen zurück. Jetzt werden wir mal schauen, was besser ist. Steinpilzrisotto oder Ratatouille? Ich kann da gar nicht hingucken. Guten Appetit. Gute Konsistenz. Mmh, lecker. Hervorragend. Das ist wirklich großartig. Ich weiß gar nicht, was besser ist. Steinpilzrisotto oder Ratatouille. Ich kann mich auch nicht entscheiden. Kompliment. Also von mir auch. Perfekt abgestimmte Aromen auf beiden Seiten. Also, mir scheint, es gibt heute im Einstein-Internat nur Gewinner.